Hallöchen. Ich habe mir jetzt, nehme mir jetzt mal ein Beispiel an der lieben Mama Co. Steffi. Hi Süße. Die hat ja einen zweiten Kanal, More Mama Co. Und da macht sie ganz kurze Videos. Und ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren, ob das hier auch klappt. Also ich meine, ne? Klar klappt das, aber ich habe mir gerade bei Müller diese beiden Lippies hier gekauft. Beziehungsweise sind das Sheer Lip Balms. Und ja, bei den Farben setzt das immer aus. Und ich habe einmal diesen hellen hier. Hat da eine Nummer, eine Farbe. Das macht die Steffi schon mal besser. Nummer 2, Live, Love, Love and Repeat. Was? Lebe, lache, liebe und wiederhole es. Okay, wir fangen mit dem an. Der ist sehr hell. Hellrosalisch. Macht ein bisschen gelbe Zähne, ne? Das ist schon mal ein Minuspunkt. Schmecken. Naja, jetzt nicht so cool. Das Beste ist hier irgendwie die Sonne. Das, ja, das ist der Schatten. Das wäre also Nummer 1. Finde ich, was ich daran mag, sage ich euch jetzt gleich schon. Direkt als ersten Impression, ersten Eindruck. Ich mag es, fühlt sich schon mal pflegend an. Der Geschmack ist ein bisschen, naja, aber ich mag, wenn ein Lippenbalsam eine leichte Farbe hat und du den auftragen kannst, ohne hinzugucken. Und selbst wenn du drüber malst, sieht es halt nicht aus wie ein Clown. Das finde ich schon mal ganz schön. Und jetzt kommen wir zu Nummer 2. So schnell abgemacht, ist mein Mund ein bisschen rot vom Reiben. Nummer 2 ist die Farbe Pretty You. Hätte ich euch auch gleich mal zeigen können. Pretty You. Bitte guckt nicht auf meine Nägel, die müssen dringend gemacht werden. Ich weiß, es tut mir leid. Und hier ist Nummer 1. Der helle. Und das ist genau die Nummer 1. So. Der etwas dunklere. Ach, die Zähne. Farbe Nummer 2, finde ich auch cool. Also jetzt so in dem Licht, da draußen scheint die Sonne noch. Und ich sitze hier wie immer von meiner Couch auf dem Fußboden. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht das perfekte Licht. Und hier da habe ich einen Pickel. Yeah. Jedenfalls, ich glaube, den finde ich noch ein bisschen schöner. Der ist ein bisschen dunkler und näher an meiner Lippenfarbe dran. So, also, genau. Und wie heißt die L.E.? Happy Girls are pretty. So, das stimmt auffallend, Essence. Ja, das war's eigentlich auch schon. Die anderen Sachen aus der LE haben mich überhaupt nicht interessiert. Sieht halt irgendwie anders aus wie immer farblich. Naja, aber süße Paletten und ich habe diese Farben zuhauf und deswegen war ich da jetzt auch nicht weiter aktiv beim Einkaufen. Aber die sind auf jeden Fall in die Tasche gewandert und ich weiß auch gar nicht, wie teuer sie waren. Ich glaube, 1, 2, 3 Euro. Nicht viel teurer. So für die Tasche und für den Alltag finde ich die, glaube ich, ganz cool. Sollte ich also in den nächsten Tagen leicht farbgefärbte Lippen haben auf irgendwelchen Instagram-Fotos oder so, wisst ihr schon Bescheid. Da wird wahrscheinlich das drauf sein. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Tschüss!